Willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen in diesen schönen Nachtclub hier, vergnügt, obwohl es noch gar nicht Nacht ist, und haben damit so einem Typen geredet, der uns Hinweise geben kann, wo so ein bestimmter Gavin oder sowas war, das glaube ich, wo der sich aufhält. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Das weiß ich auch nicht, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Jedenfalls sollen wir, glaube ich, zu einer Art Krankenhaus oder sowas gehen. Ja, was der Captain dazu zu sagen hat, das werden wir auch noch herausfinden. Dann müssen wir erstmal woanders hin. Ich weiß jetzt noch nicht mehr wo. Da ist uns so ein grünes X aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Aber vielleicht hilft uns das. Wer bist denn du? Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ja klar, Vorräte immer her damit. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Nichtmenschliche Panzerung anzeigen. Okay. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1000. 1160 haben wir. Da können wir... hier, das hier kaufen. Was ist das? Schutzanfall. Wir kaufen das mal. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist oder sowas. Aber mal gucken. Wir haben hier auch noch ein bisschen Zeug. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir jetzt mit uns tragen können, wie viel auch nicht. Wir machen erstmal hier zurück und schauen mal ganz kurz im Inventar. Ja, ja, du mich auch. Was haben wir denn hier? Ist das hier? Keine Ahnung. Survivor 2 ist das hier. Das haben wir gerade gekauft. Ist jetzt aber noch nicht so toll. Wir haben hier... der hier könnte mal was Neues gebrauchen. Ja. Weil der hält ja nichts aus. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Leg das mal an, was wir hier haben. Sieht auch schon mal ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt für uns natürlich jetzt noch nichts Tolles. Die hier hat jetzt auch noch nichts, was er jetzt besser tragen kann. Gut, was hat denn unser Shepard hier an Präzisionsgewehren, was wir vielleicht eventuell besser gebrauchen können? Das hier ist alles das gleiche, ne? Ja, steht auch dran. Dann könnten wir eins davon mal... obwohl, das ist nicht so präzise wie das. Aber das hier macht mehr Schaden. Es ist alles verwirrend, es ist alles verwirrend. Was hat denn die Ashley für einen Sniper? Ungefähr das gleiche, ne? Und der Kaidan hat... auch das gleiche. Das heißt, wir können diese Präzisionsgewehre eigentlich alle wegwerfen. Mal verkaufen gleich. Wir gehen hier jetzt auch nochmal ganz kurz ran. Gucken mal, was wir jetzt hier noch so Schönes haben. Das ist auch ja alles... nicht so toll, dass sie es präziser. Aber mit der Pistole, wie opfrig sind wir bitte schon mit der Pistole, hallo? Wir brauchen eigentlich hier ein Sturmgewehr, ein vernünftiges. Das hier könnte er zum Beispiel mal anlegen. Na, das ist ja jetzt... obwohl, das ist noch ein bisschen besser, aber das verbraucht auch... das legen wir aber trotzdem mal an. Das ist das, was wir haben. Ja, die anderen kriegen ja auch ein besseres Sturmgewehr, weil die halt auch gerne mit dem Sturmgewehr hier rumschießen, habe ich das Gefühl. Du einmal ausrüsten, dann der Kaidan hier. Der bekommt hier das, was übrig geblieben ist, so wie immer. Gut, hätten wir das. Dann könnten wir die ganzen Sachen eigentlich jetzt verkaufen bei dem. Hallo. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Ach, laber nicht. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Auf Wiedersehen. Ja, jetzt habe ich mich natürlich verdrückt. Hallo. So, nochmal. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie... lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Auch mal Standardobjekte anzeigen. Das geht heute noch. Einmal verkaufen. Bevor wir jetzt hier großartig alles kaufen. Das hier verkaufen. Die ganzen Pistolen können wir eigentlich alle verkaufen. Die missbrauchen wir jetzt nicht so oft. Dann Sturmgewehr. Alles, was wir nicht angelegt haben. Ich hoffe, das wird mir jetzt hier alles angezeigt. Ich glaube aber schon. Wird das hier einfach mal ganz klar verkauft und ein bisschen Geld kriegen wir dann dadurch. Das war jetzt nicht so die unglaubliche Menge, aber wenigstens etwas. Dann das hier können wir verkaufen.
Rüstungsupgrade, die müssen wir mal gucken, wie wir das hier einsetzen. Ich glaube, das muss in die Slots da rein. Mal gucken, was hat er denn noch für sonstiges Zeug hier? Auf jeden Fall sehr teure Sachen. Medigear-Upgrade, erhöht maximal Anzahl von Medigear-Einheiten um 1. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Kaufen wir mal. Lizenzsafe, okay. Das war's. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, wie wir das Ganze denn jetzt hier einsetzen. Wir haben hier jetzt hier... Nicht Waffen-Upgrade, Modifikations-Upgrade. Kann ich hier wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Aber wir könnten hier so ein paar Sachen ausrüsten hier. Hier auch nochmal was. Nicht Waffen-Upgrade. Panzerbrechend ausrüsten. Kannst du das auch da... Ah, okay, das eine ist ein Waffen-Upgrade und das andere ist Munitions-Upgrade. Verstehe. Ah, okay. Das heißt, ich kann nicht beide mit Munitions-Upgrade ausrüsten. Das ist okay. Dann... Was haben wir denn hier? Hier kann ich nichts reinsetzen in die Waffe. Ah, nee, das ist in diese Waffe gesetzt. Oh. Hier soll mal einer durchsteigen, ey. Ehrlich. Ah, und wir können schon ein Medigel mehr tragen. Das ist gut, das ist gut. Hast du ein Medigel dabei? Willkommen. Auf Wiedersehen. Ja? Ah. Zu viele. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Ja, ja, du mich auch. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ja, das will ich hoffen. Wehe, du hast kein Medigel. Er hat kein Medigel. Okay. Gut, genug geshoppt hier. Wir müssen jetzt hier so einen Typen finden. Falls ihr nur wen. Ich hab's vergessen. Weil ich mir die Aufnahme vom letzten Mal nicht mehr angeguckt habe. Wer ist denn das hier? Kennen wir den? Kann ich nicht mit interagieren. Okay. Sonst können wir hier hochgehen. Ich weiß nur noch, dass irgendwer gesagt hat, ja, hier, geh mal gegenüber irgendwo hin. Wow, Sie sind es. Ja, ich bin es. Wer ist das? Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Upgrades? Mhm. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Wer, wenn nicht? Was haben wir denn hier? Schrotflinten, einzigartiger Gegenstand. Was ist das? Lizenz Elkos Combine für den Ausrüstungsoffizier. Dann haben wir die. Medigel Upgrade 2. Kostet auch ein bisschen mehr, aber damit könnte ich da ein Medigel mehr tragen. Okay. Da sind anscheinend Upgrades, die automatisch funktionieren. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Wir können hier auch wieder reisen. Wo müssen wir denn hin? Bezirke vielleicht. Medizinische Klinik. Ich glaube, da mussten wir hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Ja, das ist auch ein Ausrufezeichen. Das ist gut. Ich hab's niemandem gesagt. Das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ja, was genau geht jetzt hier ab? Muss jemand erschießen? Nein! Immer diese Schläger hier. So, du da hinten, komm mal hervor. Ja, komm mal. Wieso wabbel ich hier? Ich bin verwirrt. Granate! Mitten in die medizinische Klinik, kein Problem! Bam! Ich glaube, die sind erledigt. Sieht gut aus. So, und wer bist du jetzt? Du bist Garrus, ja? Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen ja, meine Frisur sitzt auch gut. Wer waren diese Männer? Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und wo ist sie jetzt? Oder soll sie weiterhin? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt?
Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Und wie sieht es mit Beweisen aus? Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Ja, deswegen wollte sie die haben. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Wir müssen sie auf jeden Fall finden. Besuchen wir also Fist. Das ist ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie sie. Ich komme mit ihnen. Okay, und warum mag er Saren nicht? Er ist einer von seinem Volk. Sie sind Turianer. Warum wollen sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Ja, genau so sieht's aus. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar. Den habe ich schon gesehen, genau. Er könnte uns nützen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Also auf zur Akademie. Ja, muss ich hier diese Typen austauschen oder wie oder was? Ah, okay. Und die Dunkeln sind die, die ich wahrscheinlich noch irgendwann haben kann. Okay. Nee. Ich will die Tuse dabei haben und den Typen. Ich hoffe, der hält mehr aus als Kaidan. Gut. Und den kann ich jetzt nicht noch dazu, ne? Nee. Okay. Squad annehmen. Annehmen. Okay. Gut. Also können wir jetzt auf zur Akademie. Irgendwie. Fragt ihr nur, wo ich da jetzt wieder lang muss. Ach, da ist ja auch schon. Sagt Leiter, der kann hier anscheinend durch die ganze Gegend fliegen oder was? Genauso wie diese hier, die hier vorbeifliegen. Okay. Ist ja gut, dass ich dafür nichts bezahlen muss. Nicht Präsidium Bezirke. Nee. Präsidium. Finanzdistrikt, Zitadellturm, Botschaften. Könnten Botschaften sein, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß halt jetzt nicht, wo diese Akademie ist. Hier haben wir nur die Tuse. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Hier finden Sie viele Sehenswürdigkeiten wie die Zitadellbotschaften und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm. Ja, und wo ist die Akademie? Regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Zitadell-Sicherheit, der könnte da sein. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadellraums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Okay. Auf Wiedersehen. Wir gucken mal. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ob wir ich wünsche Ihnen einen diese Akademie finden können. Ich bin hier halt echt überfordert mit dieser Stadt. Präsidium. Zitadell. Wo ist Zitadell Sicherheit? Finanzdistrikt? Ne, im Finanzdistrikt wird er auch nicht sein. Nee. Nee. Kann ja auch mal so hier rumlaufen. Gucken, ob wir jetzt hier irgendwo irgendwen finden, der uns weiterhelfen kann. Hier. Mein erster Posten beim Sicherheitsdienst war hier auf dem Präsidium.